Leute, die Hochzeitssaison ist im vollen Gange und da überlegt man sich doch immer sofort, oh Gott, was ziehe ich denn eigentlich an? Es gibt doch ein paar Regeln und wie stelle ich der Braut die Show nicht? Ja, das sind gute Überlegungen, ganz, ganz wichtig. Und Tipp 1 wäre vielleicht, die Einladung richtig sorgfältig durchzulesen. Sehr oft steht ein Dresscode drauf oder eine Location. Da kann man auch ein bisschen gucken, wie wird das Wetter ein bisschen. Und dann überlegt man sich die Farben. Nicht zu grell, dann die Länge des Kleides oder der Hose. Alles solche Sachen, die sollte man sich vorher überlegen. Und deswegen habe ich hier ein paar Sachen für euch vorbereitet. Wir kommen zu Outfit 1 und zwar ein bisschen klassischer gehalten. Wenn man nicht ganz so sicher ist, wird es eher konservativ, die Hochzeit oder doch was ganz rassig Modernes. High Heels ist da immer eine super Variante, dann ein Plissé-Rock, bisschen über den Knien, ein bisschen flatterig so, in einem schönen Babyblau und dann eine weiße Wickelbluse. Klar, ja, ich habe mir überlegt, gehört denn Weiß nicht der Braut? Absolut, nur Weiß dominiert ja nicht. Und mit einer Jacke, falls es abends kühler wird, kann man das Ganze brechen? Passt, oder? Und eine passende Tasche folgt natürlich auch in Babyblau. Funktioniert, oder? Wir kommen zu Outfit Number 2, my absolute favorite. Und zwar, wir fangen unten an, Wildlederoptik, Sandaletten, dann ein Jumpsuit aus Seide und fertig ist man angezogen. Also für alle Kleidermuffel da draußen, die perfekte Lösung, um einfach schick durch den Alltag und natürlich auch zu einer Hochzeit zu gehen und um das dem Ganzen noch ein bisschen einen Eyecatcher zu geben, habe ich hier eine schöne silberne Kette mir ausgesucht plus die passende Tasche. Und nach Hair und Make-up ist man in wenigen Minuten für die Hochzeit ready. Wir kommen zu Outfit Nummer 3 und zum letzten. Und das ist ein langes Kleid in Altrosa. Sandaletten in Wildlederoptik mit Fransen. Ich dachte mir, das ist dann so ein schöner Eyecatcher. Und oben ein bisschen freier. Deswegen auch ein Kleid, was über die Knie geht. Man kann natürlich auch Bein zeigen. Auf jeden Fall nur sollte man dann oben ein bisschen bedeckter sein bei einer Hochzeit. Dann flache Schuhe. Die würden tatsächlich zu allen drei Outfits passen, die ich euch gezeigt habe. Ist natürlich eine tolle Variante, dann abends nicht barfuß dann rumzurennen und rumzudancen, sondern solche Schuhe einfach mitnehmen, dann ist man auf der sicheren Seite. Und natürlich die passende Handtasche. Und dann würde ich sagen, haben wir doch in allen drei Outfits die Farben eingehalten. Ne? Nicht zu viel Weiß, denn das gehört immer noch der Braut und kein Schwarz, denn das wäre sehr traurig. Somit viel Spaß auf der Hochzeit.